Willkommen in Ramsey. Es ist Mittwoch, der letzte Renntag. Das letzte Rennen, was wir jetzt angeschaut haben, war Lightweight. Ja, und es war dann für uns quasi schon der actionreiche Teil der TT. Morgen ist nichts mehr. Morgen machen wir dann noch ein bisschen Kultur. Und dann geht's schon wieder nach Hause übermorgen. Aber Ramsey war ganz cool. Wir haben bei der Ramsey Hairpin haben wir zugeschaut. Ich glaube, das ist die langsamste Kurve auf dem ganzen Kurs. Aber dann kam einer von den Marshals vorbei und hat gemeint, ihr könnt da so einen kleinen Fußweg runtergehen und dann ist dann so ein Haus mit Garten und dann könnt ihr schön im Garten in der Sonne sitzen und da gibt es auch ein Klo und alles. Das war dann quasi vor der Haarnadelkurve und das war eigentlich eine richtig schöne Stelle zum Zuschauen. Da waren wir dann die ganze Zeit. Haben wir auf der Wiese wieder eine Runde geknackt. Ja, top. Da war auch gar nicht viel los. Ja, auch ein paar schöne Fotos gemacht, ein paar Videos gemacht. Was ich noch gar nicht erzählt habe, gestern Abend haben wir uns noch die Purple Helmets angeschaut. Das ist vielleicht eine abgefuckte Truppe. Das ist unglaublich. Also, ich habe es meiner Freundin gesagt, the German MOT Nightmare. Also der TÜV, ihr müsst mal die Motorräder anschauen. Ja, ich werde ein paar Videos zusammenschneiden, da könnt ihr mal sehen, wie abgefuckt diese Kisten sind teilweise. Wurden da die Nummernschilder selber aus Papier und Einlaminierfolie gemacht. Ja, oh, Wahnsinn. Und die haben da so eine kleine Akrobatik-slash-Comic-Show gemacht, die war sehr cool. Und die scheinen wohl nur auf der Isle of Man aufzutreten, die Purple Helmets. Das ist so ein Isle of Man-Phänomen. Aber Ramsey an sich ist jetzt mal nicht so hübsch. Also wir haben erstmal versucht, unten im Stadtzentrum zuzuschauen. Aber da hatten die dummerweise zwei unterschiedliche Radiostationen, die ungefähr eine halbe Sekunde zeitversetzt waren. Da kommt da Musik aus den Lautsprechern und es wiederholt sich ständig, so eine halbe Sekunde Verzögerung. Das ist unglaublich nervig. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, dann gehen wir rauf zur Hairpin, alles klar. Dann sind wir da wieder eine halbe Stunde Bärchen aufgelatscht. Oh Mann ey, also wir haben hier immer diese Gewaltmärsche zu den Punkten, wo wir zuschauen wollen, aber im Endeffekt lohnt sich's dann doch wieder. Ja, also war ein schöner Abschluss, wir waren jetzt auch noch unten am Hafenbecken, weil wir noch zu Abend essen. Haben dann glücklicherweise ein sehr schönes Restaurant gefunden, es nannte sich Haber Bistro. Sehr empfehlenswert, jetzt weiß ich wieder nicht, was hier ist, 40, 50 Meilen, 30. Weißt du nicht, ob das außerorts ist oder innerorts? Ja, mit den blöden Ortsschildern hier. Wir hätten jetzt eigentlich auch über den Berg fahren können. Mountain Section. Aber haben wir dann gesagt, nee, machen wir lieber nicht. Weil morgen ist kein Rennen. Da ist dann die Tendenz, dass die Leute sich abends besaufen, viel größer. Und die haben es hier nicht so mit. Kein Alkohol, wenn noch gefahren wird. Das ist natürlich egal. Wir hatten gestern unser Meetup. Mittags um 12 und da ist einer gekommen, ein junger Kerl auf einer RC8, war ein ganz schön konfuser Typ, der war auch recht nervös, der hatte auch so einen eigenartigen Händedruck, so ich will dir eigentlich gar nicht die Hand geben, ne? Und so ganz lasch und nass. Und der hat, als er da war, waren ungefähr 3,5 bis 4 Stunden, waren wir da, was war sogar ziemlich lang, hat er 2 Bier getrunken, dann ist er wieder abgedampft. Das würde ich ja nicht machen. Und er war nicht mal der Einzige, ne? Da war noch jemand dabei, der hat Desperados getrunken und ist dann nach 2 Stunden wieder gegangen.
ist es nicht viel Alkohol, aber das macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob du nüchtern bist oder nur ein Bier getrunken hast. Aber war ein lustiges Häufchen, waren auch zwei Marshals dabei von der TT, die haben wir jetzt gerade nochmal getroffen. Zwei Iren, waren es Iren? Nee, Schotten, zwei Schotten waren es. Und naja, ich habe da so meine Probleme, die zu verstehen. Sogar meine Freundin versteht die kaum. Also, ich muss mich da echt anstrengen. Da erzählen die irgendwas, dann war es eine Frage, und dann erwarten die eine Antwort. Okay, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Ja, wir waren richtig viele bei unserem kleinen Meetup. Das waren diesmal 12 Leute. Was ganz komisch war, in der Trainingswoche, da waren wir einmal in der Box und da kam irgendein Typ, irgendein Fremder auf uns zu, hat gemeint, oh, kann ich mal ein Foto mit euch machen? Ich sag, ja. Hat nicht mal gefragt, ey, macht ihr YouTube? Ich kenne euch doch. Nee, aber kann ich ein Foto mit euch haben? So, ja, okay. Ich glaube, hier auf der rechten Seite ist gleich so eine ehemalige Kirche und da wohnen Leute drin. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, man sieht es auf dem Video noch, weil ich habe Lowlight. Hier ist die, hier, da wohnen Leute. Das ist wie ein normales Haus, da war ein Gartenhäuschen, so ein Gewächshaus vor der Kirche. Ist doch voll geil. Also, wenn ich in der Kirche wohnen würde und da wäre noch eine funktionstüchtige Orgel drin, ich würde die ganze Nacht irgendwelche gruseligen Songs spielen auf der Orgel. Ja, ich hoffe mal, man erkennt noch was auf dem Bild, weil ich habe, wie gesagt, Lowlight nicht eingeschaltet. Ich mache ja sonst abends keine Vlogs, aber heute ist meine Ausnahme. Ich habe den ganzen Tag nichts aufgenommen. Das ist die einzige Gelegenheit, mal so ein kleines Resümee vom Tag zu machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht über die Promenade fahren sollen in Douglas und dann mal so ein paar besoffene Gestalten anzuschauen. Aber letztes Mal, als die besoffene Frau da über den Fußgängerüberweg getanzt ist, hat mich schon belangt, ey. Nee, fahren wir lieber außen rum. Können wir nochmal über die Stadt Zielgerade fahren. Oh, warte mal, jetzt kommen wir gleich an der einen Stelle vorbei, wo die Deutschen campen. Die haben sich so ein Banner an ihre Camp gemacht. Spooky, nee, Quatsch. Gruselecke oder sowas. So, warte mal, ich glaube jetzt gleich rechts, da wo die Straße abzweigt, da kommt das Gruselecke da. Warte mal. Ja, das ist die Stelle. Ja, genau, da wo das Feuer brennt. Das könntest du in Deutschland auch nicht bringen. Campst einfach mal so in einer Ecke an der Kreuzung und machst ein Feuer. Ja. Das sind Ziegen auf den Gleisen. Und da ist auch eine Ziege. Was ist denn da los? Das war so eine Gruppe Ziegen, die ist da rumspaziert. Ey, Mann, diese Insel, ey. Wahnsinn. Das ist immer irgendwas zu sehen. Ich glaube, ich habe schon gesagt, ne? Wenn das nicht eine englische Insel wäre, wenn das eine deutsche Insel wäre, dann würde ich hier bleiben. Genial. Gut, die Straßen, die müssten wir alle neu machen und die Häuser müssten wir alle neu machen. Aber der Rest ist gut. Das ist doch ein geiles Bild. Ja, was auch cool war, als wir der Ramsey Hairpin zugeschaut haben, da waren 50 Meter den Weg runter, 50 Meter down the road quasi. Da saß ein Mädchen mit ihrem Vater und die haben da Tee verkauft. Die haben da einfach Verlängerungskabel vom Haus runter in den Hof reingelegt. Saßen sie da mit Wasserkocher und Teebeuteln und haben Tee und Instant-Kaffee verkauft für einen Pfund. Das ist doch geil. Also fast überall, wo du bist, egal wo du zuschaust, hast immer irgendeine Art Versorgung. Ob es jetzt ein Burger-Van ist oder da hockt jemand bei sich in der Einfahrt und verkauft Tee und Kekse. Ist voll gut. An der Nordschleife beim Brünnchen, da gibt es ja so eine Pommesbude. Ja? Also so. Nur halt überall. So als wäre dann bei jedem Punkt eine Würstelbude. Ja? Ach ja, genau. Morgen. Wenn wir nochmal mit der Steam Railway fahren, also mit der Dampflok, die fährt von Colby nach Castletown und dann noch ein bisschen weiter, aber wir steigen dann schon in Castletown aus und schauen uns dann das Castle an, mal wieder ein Schlösschen oder eine Burg, wahrscheinlich wieder irgendwas Zerfallenes. Und danach fahren wir dann am Nachmittag rüber nach Port Arran, da machen wir dann Abendessen und dann fahren wir wieder nach Colby und dann war's jetzt. Dann haben wir unsere sämtlichen Aktivitäten hier auf der Insel dann abgeschlossen. Fast wegen Schad schon wieder zu gehen. Ja, 2 Wochen ging jetzt ranzi-fanzi rum. Das Gegurke her, das erinnert mich so wenig an Côte d'Azur. Es ist zwar
schön, aber man kommt nicht voran. So ein elendes Gegurke da von Italien über Monaco nach Frankreich, bis ich dann endlich mal in die Provence abbiegen konnte. Ich glaube, das war die Etappe von San Remo nach Bonnieu. Ja, war eine schöne Etappe. Provence, top, absolut top. Will ich wieder hin. Mann ey, mein Weh tut mir weh. Jetzt hat meine Freundin mir gerade offenbart, dass wir nicht in Liverpool mit der Fähre ankommen, sondern weiter nördlich. Das heißt, die Rückfahrt ist noch länger. Ich glaube, die Start-Zielgerade, die werde ich jetzt noch bei Nacht aufnehmen und dann mache ich die Kamera wieder aus. Dann ist es Zeit für Sandmännchen. Oh fuck, ey. Oh Gott, ich werde blind, ey. Was ich auch skandalös finde, das habt ihr auf meinen Videos. Oh. Trauriger Smiley. Eher selten gesehen, weil ich fahre ja kaum nachts. In kleineren Ortschaften, da gibt es kaum Straßenbeleuchtung. Da kannst du dann mit Aufblendlicht durch die Ortschaft fahren, sonst siehst du gar nichts. Und da, wo ich wohne, da ist dann ab 11 Uhr, 12 Uhr, da geht die Laterne aus. Kommst du irgendwann nachts betrunken vom Pub heim und findest nicht mehr nach Hause, weil es einfach stockfinster ist. Oh, mir tut mein Arsch weh. Obwohl wir heute gar nicht viel gefahren sind. Aber das tägliche Fahren, ey. Ich glaube, ich habe schon Hornhaut. So, da vorne. Am Kreisverkehr. Da kommen wir dann wieder auf die Strecke. Genau, da wo Road Closed steht. Da ist die, da ist nochmal so eine kleine. Ja. Ist nochmal so wie eine Haarnadelkurve. Ich glaube, hier kommt die dann hier raus. Naja, irgendwo da halt jedenfalls. Das heißt, sie fahren gar nicht den Kreisverkehr, sondern nochmal so was Engeres. Dass die hier nicht so schnell sind auf der Geraden. Aber das ist ja eh. Das ist eh Vollgas bis Quarter Bridge, ja. Das sind 2 Kilometer Vollgas. Und ab der Hälfte geht's übelst bergrunter. Ja, und hier links sind die Pits. Na, hier sieht man die schwarzen Streifen, das ist wo die an die Box anbremsen. Das ist krass. Hier links Box. Und genau hier ist Start-Finish. Ja. Grandstands. Große Tribüne. Ja, aber da ist um die Uhrzeit nicht mehr viel los. Ist ja alles zu. Die sind schon alle nach Hause. Haben sich umgezogen, sind ins Pub und haben sich die Rübewäsche gebeamt. Sandmann, lieber Sandmann, es hat mir Spaß gemacht. Nun schnell ins Bett und schlaf recht schön. Dann werd ich zur Ruhe gehen. Ich wünsch euch gute Nacht. Naja, gut. Das war's jetzt. Dann sehen wir uns morgen. Dann mache ich keinen Motorradvlog. Filme aus der Hand oder so. Vielleicht. Mal sehen. Bis dann. Ciao.